So, hallo, ich grüße euch. Wir sind mal wieder hier mit einem Video zu unserer Ausrüstung. Was wir hier haben, ist der Bugatti Value Blade Carrier. Den kennt ihr ja schon, der ist jetzt schon seit etlichen Monaten bei uns im Shop. Und zudem hattet ihr auch Wünsche und ein bisschen Kritik. Darauf sind wir eingegangen. Und deswegen sind wir hier. Was ich hier jetzt habe, ist mein eigener, für mich konfigurierter Blade Carrier. Auf dem Rücken habe ich ein Preacher Panel von Viper. Vorne nur die Magazintaschen, Adapter für mein IMI Glock Holster. Das ist also mein eigener Plattenträger. Man sieht es auch, ist markiert. Und dem fehlt natürlich was. Der ist jetzt ein bisschen nackig. Dem fehlt der Kummerbund. Warum fehlt dem jetzt der Kummerbund? Ganz einfach. Ihr habt sonst gesagt, Plattenträger ist ganz schön. Der ist bis 110 cm einstellbar. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber was ist, wenn ich doch ein bisschen mehr Bauchumfang habe? Wenn ich einen größeren Plattenträger will? Und was kann man da machen? Könnt ihr da nicht ein bisschen was ergänzen? Und das haben wir gemacht. Deswegen haben wir jetzt hier Kummerbund L, also Größe L. Und hier Kummerbund Größe XL. Die erweitern den Plattenträger eben um einen neuen Kummerbund. Und damit könnt ihr euren normalen Standard-Kummerbund austauschen. Der Standard-Kummerbund mit seinen knapp 80 cm passt bis 110 cm. Also Bauchumfang, das ist so das empfohlene Maximum. Ihr könnt ihn auch mit ein bisschen mehr tragen, da müsst ihr halt ein bisschen pasten. Oder seitlich schauen, die Verstellschnallen dann manchmal zu sehen. Aber das geht schon, aber macht halt irgendwo auch keinen Spaß mehr. Bei dem hier, beim L, ist es so, der setzt da an, ab einem Minimum von 110 cm bis 135 cm haben wir den ausprobiert. Und beim XL ist es so, der fängt bei 130 cm an und geht bis 145 cm. Bei beiden Werten, also sowohl beim Maximum als auch beim Minimum, ist ein bisschen Spielraum. Ihr könnt natürlich immer ein bisschen weiter stretchen. Dann sieht man eben das Verstellband zum Beispiel. Ihr könnt es auch ein bisschen weiter zusammenschieben insgesamt. Aber mehr als 5 cm Spielraum ist da halt auch nicht mehr. Das Material ist natürlich nicht elastisch, ist klar. Wer ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, Handy ist im Bereich Make-Your-Own-Gear, kann sich das Ganze auch ein bisschen zurechtbasteln. Aber prinzipiell, also den Kummerbund hier geben wir an mit 110 bis 135 cm und der andere setzt dann eben ein bei 130 cm und geht bis 145 cm. Das ist optionales Zubehör für euren Plattenträger. Kleinen Wehmutstropfen gibt es bei dem Ganzen trotzdem. Es gibt den Plattenträger nicht von vornherein in Größe XL und Größe XXL. Das ist einfach eine Sache, da haben wir uns dagegen entschieden, weil doch relativ selten nach diesen Größen gefragt werden. Und wenn wir die Qualität und den Preis des Plattenträgers stabil halten wollen, dann müssen wir gewisse Mengen abnehmen. Und da ist es einfach in den Größen L und XL der Gestalt, dass das einfach leider Gottes nicht sinnvoll wäre. Wir haben uns lange überlegt, wie wir es machen, ob wir es gar nicht machen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir haben gesagt, gibt uns Kritik, gibt uns Verbesserungsvorschläge und dann müssen wir die auch umsetzen. Und aus unserer Sicht ist das einfach der perfekte Kompromiss. Ihr könnt für einen sehr günstigen Preis eben die zusätzlichen Kummerbünde erwerben. Sind genauso verarbeitet wie der Plattenträger auch. Das heißt, das ist Nylon, kein Polyester. Ist natürlich kein Invista-Cordura, das ist klar. Es ist Nylon in entsprechender Webart. Aber es kommt halt nicht von Invista. Mit Invista-Cordura wäre sowohl der Plattenträger als auch die Kummerbund-Sets einfach nicht zu dem Preis machbar, wie wir es euch jetzt anbieten. Ich hoffe, für euch ist das jetzt ein Add-on. Euch hilft es weiter und ihr habt damit eben Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem kleinen Plattenträger sehr begeistert. Ich nutze ihn nach wie vor. Ich meine, man sieht es ihm auch an. Der sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Ich habe den oft auf der Schießbahn dabei gehabt. Das ist eigentlich mein ist fertig gepackt Plattenträger. Und der steht einfach bereit, und wenn es dann einfach mal heißt, hey, wie schaut's aus, hast du Lust, kommst du mit auf die Schießbahn, da ist alles drin, habe ich alles, was ich brauche, den packe ich ein, nehme ich mit, ist ein gutes Teil und ich hoffe, ihr habt damit genauso viel Spaß wie ich. In diesem Sinne, ich verabschiede mich jetzt für heute und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut.